Auch wenn sie es noch nicht wirklich gut kann, aber sie kann es halt lernen. Und ja, ich werde Gladys auf jeden Fall noch ein paar andere Zauber beibringen. Tag, Schwarzauge. Verzieh dich, okay. Achso, die heißen ja alle Schwarzauge. Eine Haarnadel für Gladys. Amazone voraus. Und ja, ich kann leider die Party nicht so organisieren. Was willst du hier? Ich sagte dir, es ist aus zwischen uns. Aber Jishka, ich liebe dich. Lass dich doch nicht so von diesem Ferio blenden. Du bist nur eifersüchtig. Ferio liebt mich. Das hat er mir tausendmal ins Ohr geflüstert. Siehst du das denn nicht? Ist für ihn nur eine weitere Eroberung, die er in seinem Gemach hatte. Ich aber liebe dich auf ewig. Ich höre mir das jetzt nicht mehr an. Ich muss zur Arbeit, Jalbin. Lass mich einfach in Ruhe. Aber Jishka. Okay, du brauchst wohl auch Hilfe. Mit dir können wir nur nicht reden. Können wir jetzt mit dir reden? Nö, wir können dir nur nachlaufen. 5 Verbände, das nehme ich gerne an. Ja, was mache ich nur? Mein Herz schmerzt so fürchterlich in solch dunkler Stunde. Ja, reden wir mal mit ihm. Sind es dies die Schmerzen, die ich bis an mein Lebensende ertragen muss? Oh Jishka, ich war doch so gut zu dir. Wie konntest du diesem Kern nur so blind in die Arme laufen? Mein Leben ist düster und grau, die Welt ist düster und grau. Dahin ist das ewige Glück der Liebe. Was mache ich jetzt nur? Der Schmerz, die Enttäuschung, die kalte Leere. Mein Leben ist so sinnlos ohne sie. Was mache ich nur ohne meine geliebte Jishka? Mein Herz schmerzt so fürchterlich in solch dunkler Stunde. Sind dies die Schmerzen, die ich bis an mein Lebensende spüren muss? Oh Jishka, ich war doch so gut zu dir. Ja, wir können dem Kerl nicht reden. Können wir ihm also auch nicht helfen. Wahrscheinlich sollten wir uns eh nicht in solche Liebesangelegenheiten einmischen. Oh, ein eitriger Krötenschemel. Gute Entscheidung. Ich helfe. Fehlschlag natürlich. Ich glaube, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Da ist Wirselkraut. Das bin ich. Ja, ich mach das schon. Schon geschehen. Ja, aber gucken, hier war irgendwo noch abseits eine Kiste. Mal sehen, ob Gladys die öffnen kann. Ach, hier sind noch wieder... sind die Fässer mit Support. Oh, Pfeile. Ich weiß gerade echt nicht, wie spawnen die Fässer. Ach,
Einbeersaft, okay, da sage ich nicht nein dazu. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anmarsche, Plötzen, alles was Schuppen hat, findet ihr hier. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Okay. Günstig und gut ist Strunklers Gut. Wir können hier mit den Städtern reden, wir können mit dem Ah, diese Truhe hier meinte ich. Folgt mir. Fische, Fische, Fische. Nö. Flusskarpfen, Angbarsche, Plötzen, alles was Schuppmarsch findet ihr hier. Noch mehr Zeug. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Ulmholz. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Mit etwas Kohle. Noch mehr Einbeersaft. Und noch mehr Fässer. Hey, Bolzen. Nebenbei Bolzen. Also Pfeile zu dir, Bolzen zu dir. Na klar. Sie ist nämlich die, die nachher die Armbrust kriegt, weil Gladys in den Nahkampf schicken. Ja, könnte man theoretisch. Aber ich habe sie dann doch lieber im Distanzkampf. Mit der Armbrust passt das auch einigermaßen so zu ihr. Also zum Scharlatan. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Okay, reden wir mal mit dem Schmied. Der Schmied von Fuhrmannsheim steht euch zur Verfügung. Aber beeilt euch, ich habe noch zwei Rosse zu beschlagen. Ja. Ich würde gerne euer Angebot erstmal sehen. Ja, Gegengewicht, Vorschlaghammer, Spitzhacke. Und was könnt ihr mich beibringen? Schmieden, das können wir bereits. Okay. Ja, hier sind noch mehr Fässer und hier würde es runtergehen. Wieder auf die Hauptstraße. Noch zwei helle Pferdocker und noch eine Schlingfalle. Ja, genau da ist es passiert. Wie bitte? Da kam der alte Elko ums Leben. Entschuldigung, mein Name ist Brenno. Ich untersuche die Morde hier im Pferdock. Wie ist dein Name, gute Frau? Liebe Anga, mein Name. Ich wohne hier in dem Haus und habe euch von oben durchs Fenster gesehen. Dürfte ich noch einige Fragen zum Tod des alten Elko stellen? Sicher, gerne doch. Konntet ihr sehen, was dem alten Mann widerfahren ist? Nein, gesehen habe ich den Mord nicht, aber gehört. Es war vor einigen Tagen. Es wurde schon langsam dunkel, da hörte ich erst Gemurmel und dann ein wenig Tumult von meinem Fenster. Ich dachte mir, erst nichts dabei. Hier ist so einiges normal. Wenn die Sonne im Fuhrmannsheim untergeht, kommt das übelste Gesindel Ferdox aus seinen Löchern hervorgekrochen. Das war doch sicher noch nicht alles, oder? Ihr scheint es ja sehr eilig zu haben. Lasst mich aussprechen. Also ich hörte diesen Tumult und achtete zunächst kaum darauf. Wie der Trunkenbolde oder Gauner, die die Straße um sie machten, dachte ich so bei mir. Doch dann, ich werde diesen Augenblick niemals vergessen können. Er hallte einen Schrei. Es war so laut und voller Schmerz, dass es mich noch heute erschaudern lässt. Ich traute mich erst nicht zum Fenster zu gehen. Es kam mir fast wie eine Ewigkeit vor. Obwohl es sicher nur Augenblicke waren. Doch letzten Endes obsiegte meine Neugier. Ich musste nachsehen, was draus geschehen war. Und da erblickte dir den toten Elko? Ja, das tat ich, aber es vergeht nicht eine Nacht, in der ich mir nicht wünschte, nicht zum Fenster gegangen zu sein. Dieser schreckliche Anblick verfolgt mich in all meinen Träumen. Der alte Elko vor meinem Fenster liegt blutüberströmt mit einem klaffenden Loch in seiner Brust. Pius, steh mir bei. Was für eine Bestie könnte einem armen Menschen sowas antun? Entschuldige, ich habe die Fassung verloren. Der arme Elko. Hoffentlich findet ihr seine Peiniger. Dürfte ich euch noch einige Fragen zum Tod des alten Elko stellen? Sicher gerne doch. Konntest du das sehen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich sah Bewegungen schimmern in der Dunkelheit. Doch ich konnte nicht sicher sagen, dass es sich dabei um die Mörder handelte. Der arme Elko, er war immer so voller Güte. Verzeiht, es geht gleich wieder.
Einige Zeit später füllte sich die Straße mit Neugierigen. Jemand hatte die Stadtkarte anmarmiert. Sogar der Oberkartist war dort. Doch sonderlich interessiert kam der mir nicht vor. Er wollte wohl eher schnell wieder zurück in sein Bett. Für den war der gute Egmont nichts weiter als ein heimatloser Taugenichts. Den scherte sein Tod doch nicht im geringsten. Dürfte ich euch noch was fragen? Kannst du mir etwas über den alten Echo erzählen? Weißt du, was er für ein Mensch war? Eigentlich kannte ihn jeder hier im Vormannsheim. Wisst ihr, wir leben nicht gerade hier, weil wir in Dukaden schwelgen. Echo war ein netter alter Mann. Er lebte von der Gutherzigkeit anderer Leute. Das tun viele hier im Vormannsheim. Aber er gehörte gewiss nicht zum Selbstmitleid zerfressenen Pöbel, den andere schon lange nicht mehr scheren. Ihr hättet sehen sollen, mit welcher Hingabe er sich um seine Mimi gekümmert hat. Wer ist diese Mimi? Oh, ihr habt sie schon getroffen. Das ist die Katze, die ihr verscheucht habt. Sie gehörte dem alten Elko. Er hat sich immer liebevoll um sie gekümmert. Einfach nur rührend. Ab und an sparte Elko jeden Hehler, den er bekommen konnte, und kaufte seiner Mimi einen frischen Fisch direkt vor der Fischhändlerin weiter oben auf dem Weg. Wie jemand so einen lieben Menschen auf so fürchterliche Art und Weise das Leben rauben konnte, für mich immer unfassbar. Dürfte ich euch noch etwas fragen? Ja. Hast du vielleicht eine Ahnung, weswegen jemand den alten Elkund nach dem Leben getrachtet haben könnte? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Außer seiner Katze und dem, was er am Körper trug, hatte er keinerlei Besitztümer. Obwohl, lasst mich überleben. Ab und zu, wenn es zum Feierkennen im Pferdruck... Wenn es Feierlichkeiten in Ferdok gab, trug Eto eine besonders hübsche Brosche. Für meine Augen sah sie schon wertvoll aus. Allerdings nicht so wertvoll, als dass man dafür auf einen Mord einen Mord aufs Gewissen nehmen würde. Wenn er sie nicht immer bei sich trug, dann muss es irgendeine Art Versteck oder so etwas wie ein Unterschlupf. Ich bin heute zu doof zum Lesen. Wenn er sie nicht immer bei sich trug, da muss er irgendeine Art Versteck oder so etwas wie einen Unterschlupf besessen haben, wo er derlei Dinge verstecken konnte. Hältst du für möglich, dass Echo so gehandelt hätte? Wenn ihr mich so fragt, der Alte war zwar arm, aber gewiss nicht dumm. Es kann gut sein, dass er solch einen Ort für ihn, die ihm kostbaren Dinge hatte, aber da er nun tot ist, weiß wohl nur die kleine Mimi, wo dieses Versteck liegt. Dürfte ich ihn noch etwas fragen? Du sagtest, der alte Elko kaufte des Öfteren einen Fisch für seine Katze. Wo kann ich die Fischhändlerin nochmal finden? Aber ja, doch, das stimmt. Wisst ihr, die Mimi ist eine kleine Streunerin, genauso wie Elko. Wer weiß, vielleicht verstanden sie sich deswegen so gut. Sie waren wie ein Herz und eine Seele. Elko kaufte immer einen Fisch, wenn er die Kleine anlocken wollte. Es war fast wie Zauberei. Hatte Elko einen Fisch dabei, sprang die Kleine schon aus dem nächsten Gebüsch. Ja, ja, so war das. Die gute Frau Strunkler hat ihren Stand nicht weit von ihr, fuhr einfach den Weg hinauf. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Weißt du vielleicht etwas über die anderen Morde? Von dem Mord an unserem Drachen habe ich gehört. Einfach nur schrecklich. Er war nicht nur Ferdoks bester Imanspieler, sondern bei weitem auch der beliebteste, müsst ihr wissen. Keinem hat er jemals sein Leid zugefügt. Wirklich bestürzend, diese traurigen Schicksale lieber Menschen. Dieser Mörder muss bestraft werden. Was ist mit dem Mord an Ardo von Eberstamm? Was sagt ihr da? Es gab noch solch einen furchtbaren Mord bei den Zwölfen. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Von einem dritten Opfer wusste ich noch gar nichts. Wie tief ist Ferdok nur gesunken? Ein Kessel aus Leid und Trauer. Dürfte ich noch was fragen? Danke für deine Zeit. Ich muss weiter. Ach ja, der arme Elko. Ich kannte den Alten. Er hat keiner Fliege je was zuleide getan. Eine solche Bluttat wird nicht ungesühnt bleiben. Ja. Da hat sich was aktualisiert. Hier. Gewinne Mimis Vertrauen. Die Nachbarin Liebhanger erzählte mir von Elkos Tod und seiner Katze Mimi. Dabei fiel ihr ein, dass der alte Elko trotz seiner Armut eine wertvoll anmutende Brosche besaß, die er doch nicht immer bei sich trug. Er muss also ein Versteck gehabt haben und nur die kleine Katze kann mir jetzt noch verraten, wo es ist. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Ja. Einbeeren. Wie komme ich an die Einbeeren ran? Wir sind auf der anderen Seite. Oder? Wo sind denn die? Naja, also Tatort Elko.
Also ja, hier im Hinterhof. Die Eibären würde ich gerne nämlich noch einsacken. Bevor es dann mal wieder Zeit ist zu speichern. Orolana, Walter des Amtes. Oder können wir dir... ja, Pflanzenkunde noch einen Punkt geben? Dann klappt das vielleicht auch besser. Ich habe nichts gesagt. Okay. Das heißt, wir speichern jetzt hier mal wieder. Das ist jetzt P004. Speichern. Und dann gibt es jetzt hier einen Cut. Also, bis gleich.